von unserem Autobahnhotel aus, wo wir das Auto zurückließen, begannen Hallo. Wir unsere kleine Wienreise mit dem Zug. Das hatte mehrere Gründe. Einmal das quirlige Leben in Wien, dann der Verkehr. Und ich dachte mir schon ganz richtig, dort wo wir uns etwas ansehen wollen, brauchen wir kein Auto. Alles für kleine Mozarts. Kleine Mozarts, viele Mozarts. Alles noch so klar für das letzte Mal. Eine lebende Statue. Gibt es so. Bei ganz vielen Bräuten. Seltsamerweise. Das ist so ein Ding, so ein schönes. Mein Hofburgschatz. Der Hofburgschatz ist plötzlich. Schwindet in der Nacht. Und ich würde sagen, es hofburgt sich weiter. Ja. Mit fetter Reklame. Und jetzt gehen wir in ein relativ teures Café. Thank you.
Und hier die ersten Bilder vom Modell der Hofburg, die unter Glas zu besichtigen waren. Tja, und als relativ unerfahrener Kameramann gelang es mir natürlich nicht, solche Bilder herzustellen, wie man sie heute von Wien, der Hofburg und den Sehenswürdigkeiten auf dem Handy erreichen kann. Wie alle geschichtsbewussten Völker haben natürlich auch die Österreicher und hier die Wiener einen besonderen Draht zu ihren Friedhöfen. Und man kann hier sehr schöne und auch berühmte Gräber sehen. Petruskirche. Ja. Und den Fiakerstellplatz. Einigen Schwenks der Innenstadt und einigen schönen Dingen wie diesen Brunnen begeben wir uns dann in die Silberkammer. Thank you.
natürlich lassen diese Dinge, die man hier zu sehen bekommt, einen staunen und natürlich auch die Handwerker wundern, die in der Lage waren, so etwas herzustellen. Diese Dinge aus Porzellan, also diese Schildkröte oder andere Geschirrteile, finde ich natürlich ganz besonders toll. Ich hatte mir sogar mal sowas hier in der heutigen Zeit geleistet.
gehen.